How-to, wie man ein iPhone in den DFU-Modus setzt. Also zuerst schalten wir das iPhone mal aus. Okay, so jetzt 2 Sekunden Power. Dann 10 Sekunden Power und Home. Und dann 30 Sekunden nur Home. Beziehungsweise bis zu 30 Sekunden. Und schon kommt die iTunes-Meldung. Um das iPhone wieder aus dem DFU-Modus herauszuholen, ganz einfach Power und Home gedrückt halten, bis das Apfel-Logo kommt. So. Und es startet normal neu. Und der zweite Modus ist das erste Mal iPhone ausschalten. Diese Methode wird beim FreeJS zum Red Snow Jailbreak angewendet. Also Power- und Home-Taste gedrücken, also gedrückt halten. Bis es das Apfel-Logo kommt und dann der iTunes-Stecker. Fertig. iTunes wird jetzt anzeigen. Das iPhone ist im Recovery Mode. Danke fürs Zugucken und immer schön bei Apfelzone bleiben. Danke.